Moinsen allerseits. Oh, wieder ein so richtig schön warmer Tag, ne? Uno momento kurz. Oh, ja, ich bin viel zu groß. Ich bin viel zu groß. Ich habe wieder irgendwelche technischen Probleme hier gehabt. Das war super. Aus irgendeinem Grund war... Nein, das ist immer noch größer, als das beim letzten Mal der Fall war. Oder habe ich mich jetzt irgendwie kleiner geschnitten? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ich glaube, ungefähr so groß war das, ne? Ich kann leider kaum was erkennen, weil er so klein ist. Ich erkenne fast gar nichts. Kann sein, dass es ungefähr so groß war. Ja, kann sein, dass er ungefähr so groß war. Keine Ahnung, was das für ein Mist. Warum geht das Bild hier nicht größer? Gut. Technische Probleme. Oh, so ätzend, ey. Ich hatte theoretisch vor vielleicht 40 Minuten schon angefangen zu streamen. Ich hätte eventuell vor 40 Minuten schon angefangen zu streamen, aber nope, erst war die Kamera aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr da, dann war verschoben die Kamera, da muss ich da erstmal neu alles ausrichten, dann wusste ich nicht mehr, wie groß war das alles und so weiter. Oh, und jetzt hatte ich keinen Nerv gehabt, das Spiel zu wechseln. Eigentlich wollte ich nie spielen, aber ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt gerade egal, ich mach Elden Ring weiter. Ach nee, hoffentlich ist jetzt nichts anderes hier irgendwie finito. Das war ja richtig blöd jetzt. Ist das ein Gegner oder was ist das da? War ich eine Krabbe? Oh, ich hab, mit einem Bogen will ich garantiert nicht in den Nahkampf gehen. Warum ist hier eine Krabbe? What? Hier sind haufenweise Gegner. Ziemlich düster hier. Bye bye. Wait, what? Ach so. Ha. Aber das ist ja ein bisschen doof irgendwie, wenn der anfängliche Schaden, den ich damit mache, recht wenig macht. Nur damit dann der zweite Angriff, denn wenn er denn auch trifft, dann so viel Schaden macht, wie der erste Angriff theoretisch gemacht hätte. Also quasi, der erste Angriff macht, oder der erste Treffer macht weniger Schaden und der Schaden, der dann da fehlte, wird dann auf dem zweiten Angriff dann addiert. Was war das überhaupt gewesen? Irgendwas mit lebendiges Fleisch. War das ein... Nee, das war kein Item, was ich nutze. War das ein Item, was ich verbrauche zum Herstellen von irgendwas? War das ein Schlüssel-Item? Ach stimmt, die beiden komischen Perlen muss ich mal abgeben. Ganz vergessen. Ich weiß jetzt nicht, was ich bekommen habe. Ja, geil. Null drauf geachtet. Irgendwas mit lebendigem Fleisch. Das war nichts mit Fett. Im Namen. Oh Mann, wo ist denn das jetzt nochmal? Bin ich blöd? Oh wait, ich habe einen Stern Lichtsplitter irgendwann mal bekommen? Wann? Wann habe ich denn das bekommen? Ach da, oh, das ist nur so ein Ding zum Herstellen von irgendwas. Oh. Super, warum suche ich denn überhaupt?
Wait. Na toll, ich krieg seinen Stab. Wait. Na, den Stab kann ich aber, glaube ich, nicht verwenden hier für Dingensbums. Ach klar, da kommt die Idiotenarmee. Egal, ich habe Zeit. Hierfür, ne? Das ist ein heiliges Siegel. Schimmersteinstab. Ne, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich damit das machen kann, was ich denke, was ich kann. Also hier die Asche-Geister herbeibeschwören. Das geht, glaube ich, nicht damit. Boah. Es ist schon echt ätzend. Ich glaube, das hat sich hier gerade nicht irgendwie großartig verändert mit der Kamera, weißt du? Aber trotzdem, ich gucke nach links und denke mir so, da ist bestimmt was anders. Da ist bestimmt irgendwas anders. Ich weiß nicht genau was, aber da ist bestimmt was anders. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas wird sein. Und das kann dann so minimal sein, dass es noch nicht mal der Rede wert ist. Aber trotzdem, ich will es dann ändern. Ich will es ausbessern. Ich höre irgendetwas, glaube ich, durch die Gegend rollen. Ist hier so eine Quecksilberkugel? Nee, da geht's nicht weiter. Oh, die Dinger wieder einmal. Nett. Nett, nett. Okay, wie war das hier gewesen? Ich glaube, da irgendwo... Genau, das Teil öffnete sich. Boah. Ist ja niedlich. War ja mal gar keine Gefahr für mich gewesen. Hatte ich ja mal mehr Probleme gehabt. Und wegen so einem Gegner bin ich zigmal verreckt? Nur am Ende denn jetzt beim ersten Versuch Platz zu bekommen? Hi. Kannst du mal die andere Krabbe angucken? Danke. Au. Was ist das? Ist das Schlaf? Oh, die ganzen Krabben sind jetzt verschwunden, oder was? Ah nee, die Krabben hier schlafen. Ach wie, die konnten auch davon getroffen werden? Oh. Interessant. Und lass mich raten, wenn ich jetzt eingeschläfert worden wäre, dann... Würde ich einfach wehrlos dastehen, bis ich getroffen worden wäre? Also so ähnlich wie es in allen möglichen anderen Spielen ist. Bis am Schlafen kannst du einen Treffer einfach mal eben landen, ohne dass der Gegner ausweicht. Und der Gegner kann nicht irgendwelche Aktionen durchführen, solange wie er am Schlafen ist.
ich muss noch mal irgendwann mal zurück zu Dingensbums. Noxtella. Da war nämlich hier auch so ein Ast. Da war eine goldene Saat. Die habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz vergessen, dass das da einsammelbar war. Ich habe nur keine Ahnung wo. Nicht keine Ahnung wo. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich dachte, ich würde da irgendwann automatisch hinkommen, aber... Scheinbar war das nicht der Fall. Au. Au. Oh. Ja, also, lass mich doch mal in Ruhe hier. Hat doch ein Item fallen lassen? Boah, Krabbeneuer. Du kannst dich ja sonst wohin sperren. Stimmt, was habe ich eigentlich gesagt? Ach ja, stimmt. Ich habe, genau, Bibliothek. Ich habe eine Bibliothek gesucht. Eine Bibliothek, beziehungsweise... Renala? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich greife es mal an. Schimmersteinkrone von Haus Koral. Ne, Carolus. Ich hab ein. Ich hab eine Kristallkrabbe besiegt. Ist das der Vorläufer von der Kristallechse? Eine der Schimmersteinkronen, die nur den Gelehrten von Raya Lucaria verliehen wurden, deren Bemühungen man als würdig erachte, erhöht die Weisheit zu Lasten der Ausdauer. Haus Carolus ist das älteste Haus der Akademie und geht auf den Zauberer Azur zurück. Seine Gelehrten studieren unermüdlich die Geheimnisse der Kometen. Man macht genau dasselbe, nur hier ist Weisheit auf Kosten der Ausdauer und hier ist Geist auf Kosten der Ausdauer. Okay. Aber wer zum Geier klatscht sich mal eben so einen schweren Helm auf den Kopf? Ist ja wie, als würdest du plötzlich eine Statue nachahmen wollen. Muss ich hier drauf jumpen? Wahrscheinlich, wa? Kann ich auf den Pony drauf? Nein, kann ich nicht. Da war ich ja genau am richtigen Punkt am Stehen gewesen. Wo nichts passiert. Ich glaube, hier passiert ja auch nichts. Oh, doch, hier passiert was. Da passiert was. Da kriege ich auf die Fresse. Da streift mich die Kugel. Ich habe da gerade gesehen, dass man da unten ein Item finden kann. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Ein Teleporter. Ja, keine Ahnung, ob ich den jetzt benutzen will. Ich will, wenn, dann erstmal hier Dingensbums finden. Entweder eine Abkürzung zu irgendwas oder... ist das ein Gegner?
Karianischer Ritter Moongrum. Okay. Oder eine Gnade. Eine Abkürzung oder eine Gnade? Okay, okay. Ja, okay. Lass mich doch mal meine Suppe hier saufen, ja? Ach, was ist? Ist deine Suppe leer? Tja, Pech gehabt, wa? Guck mal, kann ich auch. Ich treffe auch. Aber. Verdammt, ich wollte eigentlich sagen, ich treffe aber auch nicht. Oh. Toll, jetzt kriege ich sein Schild. Okay. Irgendwas höre ich hier. Was ist das? Ein Aufzug. Das sieht aus wie eine Bibliothek. Und gleichzeitig wie eine Boss-Arena. Hoffentlich ist das gut. Hi. Hush, little Culver. I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Renala, Königin des Halbmonds. Oh, ich hab sie gefunden, aber wo ist die Kiste? Ich werd ja erschlagen mit Wissen von irgendwelchen Mädels, die auf dem Boden rumkriechen. Okay, das ist das hier so ähnlich wie... keine Ahnung, was da gerade zerfallen ist. Okay. Ich muss die killen, die ja scheinbar gerade am Singen ist, damit das Schild da bei ihr zerbricht? Naja, scheinbar. Oh, toll. Geiler Trick. Ja, klar. Und die duckt sich, weil sie nach mir beißen möchte. Sehe ich so zum Anbeißen aus? Sag mal, ich sehe aus wie eine mutierte Kartoffel. / Tomate. Da willst du nicht reinbeißen. Glaub mir. War ich ein bisschen zu gierig. Come, sweetings. Time to be born anew. What? Werden die jetzt geheilt oder was? Wobei. Was soll denn da geheilt werden? Außer sie. What? Das
Sind das Grabsteine? Oh shit! Die schmeißt mit versteinerten Schülern auf mich! Klappe zu! Hast zwar eine nette Stimme, aber die stört gerade. Au! Da ist ein Duden und Deutsch und verdammt Englisch! Oh shit! Der Unterricht ist geschlossen. Oder beendet vielmehr. Der Unterricht ist geschlossen, was? Oh, ich bin jetzt am Arsch der Welt. Wobei, ich glaube, so weit auch wieder nicht, ne? Ich muss nur da hinten wieder zu dieser Treppe hin. Wo man mal eben schön Indiana Jones kurz spielen kann. Und ja, dann bin ich eigentlich so gut wie da, ne? Glaube ich. Ach, dieses komische Ding ist nicht da mehr? Ah, doch, da hinten. Fährt gerade an. By the way, ich hab, eventuell hat der ein oder andere vielleicht ja auch schon mal diesen Namen gehört. Junji Ito. Ich habe nie irgendwas mal Manga-mäßiges von dem mir mal angesehen gehabt. Aber hab da irgendwelche diversen Bilder mal gesehen gehabt, wo ich mir dann schon dachte so, das sieht auf jeden Fall interessant aus. Weil der ist ja für Mangas bekannt, beziehungsweise für Horror-Mangas. Und habe ich den Aufzug hier benutzt? Ja, ne? Ja. Und vor ein paar Tagen habe ich zufälligerweise, ich weiß nicht, ob das eine Kurzgeschichte war oder ob das jetzt nur so ein paar Seiten davon waren, ich weiß es nicht so genau, habe ich auf jeden Fall so ein Manga gesehen oder Kurzgeschichte oder whatever. Es ist ganz nett. Hieß, glaube ich, The Enigma of Amigawa Ford. War ganz nett. Dann ging es quasi darum, dass da irgendwo so ein Riss auf einmal in der Landschaft entstanden ist. Und in der Felswand, die man dann da gefunden, die man da sehen konnte, waren, boah, hier fliegt einfach überall irgendwas runter. Geben die eigentlich nicht Erfahrung? Erfahrung. Die geben keine Runen, okay. Und in der Felswand waren überall plötzlich menschliche Löcher. Oh shit! Da schmeißt gleich einer mit dem Globus nach mir. Und mit dem Duden. Und mit einem Mathebuch. Und mit einem Englischbuch und einem Deutschbuch. Und im Geschichtsbuch und Physik und alles andere. Ach so, warte mal, da waren jetzt drei, richtig? Ja. Und aus irgendeinem Grund sind dann, weil Leute dann das in den Nachrichten in diesem Manga da gesehen haben, sind zig Leute scheinbar auf einmal dann zu diesem Riss hingepilgert, weil sie quasi ihr Loch gesehen haben. Ist eine nette Story. Es ist eine nette kleine kurze Story. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das irgendwie eine Story ist von einer Sammlung oder so ähnlich. Oder ob das jetzt einfach wirklich nur so ein kurzer Manga ist. Keine Ahnung. Shit, what the fuck, was das denn? Da fliegt mal eben ein Komet runter. Ach so, das waren die Grabsteine, ja. Ah, okay, nicht kaputt machen, was lila leuchtet. Wo ich schon den erwähne. Der Duden! Der hat Gott, den mit Mädel. Ich kann deine Hausaufgaben nicht machen.
Ich glaube, ich habe die Kiste gerade gesehen. Ich treff nix! Ich treff nix! Ich bin zum blöden Mädel zu treffen, was auf dem Boden liegt. Goodbye? Zweite Phase? PC abgestürzt? Lebe ich noch? Ich lebe noch, ich bewege mich noch, gut. Netter Hut. Oh, my beloved. Have no fear. I will hold thee. Patience. Ye will be countless born. Forever. Upon my name is Rani the Witch. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. Nett. Sieht schick aus. And the majesty of the night she conjureth. Renala, Königin des Vollmonds, immer noch. Oh shit, Kamehameha! Junji Ito soll scheinbar nämlich auch, oh shit! Auch so ein bisschen quasi als NPC nachgestaltet worden sein für Death Stranding! Ja, lecko mio! Ist das deine Siegespose oder was? Guck mal, ich hab da einen Stab. Ja. Und meine Klamotte hat so viel Stärke drin, dass die sogar in sehr starken Winden einfach 1A stehen bleibt. Oh ja, super. Wo ist mein Dingensmus, meine Seele? Meine Klamotte. Wo ist das Zeug? Liegt das jetzt vorm Boss oder im Boss oder wo? Ich bin übrigens verwirrt mit diesen Namen. Renner, Rani, Renala. Wem habe ich dem Dolch nochmal gegeben? Ich meine, das hier ist Renala. Und scheinbar in diesem komischen, was weiß ich, Bernstein-Ei oder was weiß ich, was das da genau ist, ist dann die Seele von Rani? Und... Oder Renner? Oder wieder was? Und wen habe ich den Dolch gegeben? Dessen Puppe am Ende scheinbar verbrannte? Und ich dann eine Mini-Puppe bekam? In einem anderen Bereich, wo dann scheinbar die Seele oder so ähnlich? Oder irgendetwas von Rani drin war? Also quasi das, was ich theoretisch gerade gehört habe? Oder ist quasi Renner, Renala und Rani in einem? Es ist komplex. Oder kapiere ich hier gerade irgendwas null? Ja, das kann auch der Fall sein. Ah, okay, meine Seele ist hier draußen. Gut, gut, gut.